Dolce Vita an einem der schönsten Gewässer Europas. Für die Menschen nördlich der Alpen ist der Gardasee seit Jahrhunderten ein Sehnsuchtsziel, das Tor zum Süden. Im Norden gleicht der Gardasee einem Fjord. Im Süden ist er von beeindruckender Weite. Die Farben des Gardasees sind einzigartig. Er ist unser großes Glück. Das Meer des Nordens. Der Gardasee ist der größte See Italiens, gelegen zwischen der Po-Ebene im Süden und den Alpen im Norden. Mächtige Gletscher haben das Seebecken in das Alpenvorland gepflügt. Dreimal in der Woche trainieren Monica und ihre Freundin Alice für den Palio delle Bisse, die alljährliche Ruderregatta am Gardasee. Trainer Francesco Maffezzoli entgeht nichts. Monica, lass dich durch meine Kritik nicht irritieren. Ihr seid gut, aber schon durchgebraten wie Beefsteaks. Wenn ich rudere, fühle ich die Energie des Wassers, der Sonne, die Energie der Wellen, die Bewegungen des Sees. Alles, die ganze Natur ist voller Energie. Meine Kameradinnen und ich, wir übertragen einander auch Energie. Manchmal glaube ich, es ist eine Explosion von Energie. Beim Training ist es wie bei den Rennen. Jedes Mal müssen die beiden ans absolute Limit gehen. Doch Kraft alleine reicht nicht. Die schmalen Rennboote werden im Stehen gerudert, à la Veneta. Sie werden italienisch Bisse, zu Deutsch Nattern genannt, weil der flache Boden eine schlängelnde Bewegung auslöst. Deshalb sind sie schwer zu kontrollieren. Die Technik muss stimmen. Schon zu venezianischen Zeiten haben Fischer beim Palio delle Bisse ihre Kräfte gemessen. Seit ein paar Jahren mischen auch Frauen mit. Das ist ein typisch männlicher Wettbewerb. Da mitzumachen, da habe ich mich letztes Jahr als eine starke Frau gefühlt. In ein rein männliches Umfeld einzusteigen, ist schwierig. Du fühlst dich beobachtet, weil du beweisen musst, dass du etwas leisten kannst, obwohl du eine Frau bist. Klar, wir messen uns nicht direkt mit den Männern, weil die Körperkraft zu unterschiedlich ist. Aber den Willen zu haben, anzugreifen, das ist wichtig. Und das haben wir sicherlich immer gezeigt. Und dieses Jahr werden wir noch besser sein. Monica Peretti und Alice Martini haben gute Chancen, mit ihrer Mannschaft die Siegertrophäe zu erobern, die Bandiera del Lago. Den ganzen Sommer über finden die Regatten des Palio delle Bisse rund um den Gardasee statt. Aber es ist nicht nur die Zeit der sportlichen Wettbewerbe. Die Fischer von Garniano hoffen auf volle Netze. Vor Sonnenaufgang sind die Brüder Umberto und Luca Dominici aufgebrochen. Im Juni haben Finten, die landläufig Sardinen genannt werden, Saison. Sie sind eine der kulinarischen Spezialitäten der Region. Etwa 50 Berufsfischer gibt es am Gardasee. Mir gefällt die Fischerei.
obwohl es ein harter Beruf ist. Aber hat man ein bisschen Leidenschaft, ist es ein schöner Beruf. Man ist draußen in der Natur und das bedeutet mir viel. Heute haben wir Glück. Wir haben Sardinen und ein paar Barsche gekriegt. Andere Fische fangen wir mit solchen Netzen und in dieser Jahreszeit nicht. Nur Barsche und Sardinen. Süßwassersardinen gibt es eigentlich nicht. Die Finte ist ein adaptierter Wanderfisch. Wie der Lachs zog sie ursprünglich vom Meer zum Laichen ins Süßwasser. Die Gardaseesardine stammt also aus der Adria und ist im Laufe der Naturgeschichte in den oberitalienischen Seen heimisch geworden. Für die Pflanzenwelt am Gardasee könnten die Bedingungen kaum besser sein. Seine Wassermassen wirken ausgleichend bei Temperaturextremen. Zudem schützen die Berge vor kalten Nordwinden. Dies bedingt ein nahezu mediterranes Klima, das sogar die Kultur von Zitruspflanzen möglich macht. An den Steilufern erinnern gewaltige terrassierte Anlagen an einstige Limonaie, weitläufige Zitronengärten. Heute werden nur noch wenige Limonaie bewirtschaftet. Der Aufwand ist enorm. So muss der Zitronengarten vor dem Winter komplett mit Glasfenstern zugedeckt werden, um die Bäume vor der Kälte zu schützen. Giuseppe Gandossi besitzt die letzte original erhaltene Limonaia in Garniano. Wie das duftet. Schau, alles gleichzeitig. Die Blüten und die reifen Früchte. Lass uns eine pflücken. Ob ich wohl drankomme? Zitronen reifen das ganze Jahr über. Die Ernte ist Fabios Sache. Ohne die Hilfe seines Sohnes könnte Giuseppe Gandossi seinen Zitronengarten nicht am Leben erhalten. Seit Jahrhunderten werden hier Zitrusfrüchte angebaut. Leider sind viele Limonaie aufgegeben worden aus wirtschaftlichen Gründen. Es lohnt sich nicht. Aber für mich sind Aspekte wie Geld, Ertrag und Gewinn nicht so wichtig. Ich möchte diese Tradition am Leben erhalten. Das ist der einzige Grund, weshalb ich das hier mache. Bis an die russischen Zarenhöfe wurden Zitronen vom Gardasee einst exportiert. Doch seit der Ausbau des Bahnnetzes Ende des 19. Jahrhunderts Süditalien erreichte, begann der Niedergang der Plantagenwirtschaft am Gardasee. Der Kapernstrauch bevorzugt wärmespeichernde Natursteinmauern. Die Blütenknospen sind beim Pflücken noch bitter. In Salz und Essig eingelegt werden sie zur Delikatesse. Die Schalen von mindestens 24 Zitronen verarbeitet Giuseppe Gandossi für einen Liter Likör. Das Geheimnis eines guten Limoncello, das sind vor allem frische Zitronen und dass man ihn gleich nach der Ernte zubereitet. Das erhält das Aroma, das in der Schale sitzt und bringt nachher dieses unglaublich intensive Geschmackserlebnis auf der Zunge. Und genau das macht einen guten Zitronenlikör aus. Für Giuseppe Gandossi ist die Limonaia ein Quell der Lebensfreude und Teil der kulturellen Identität. Doch was bedeutet dieses Erbe für Sohn Fabio? Im Moment macht mir das alles noch viel Freude, weil ich Vater bei dem, was ihm so wichtig ist, gerne unterstütze. Was die Zukunft angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich mich verhalten werde. Wie viel mir das alles da noch wert ist. Das milde Klima und eine geradezu paradiesische Vegetation
locken schon im 19. Jahrhundert den Adel und das wohlhabende Bürgertum an die Riviera Bresciana am Westufer des Gardasees. Ein Juwel, die im viktorianischen Stil erbaute Villa Feltrinelli. Zuletzt bewahrte eine amerikanische Hotelkette die Villa Feltrinelli vor dem Verfall und machte daraus die exklusivste Herberge vom ganzen See. Alles wird getan, um die Gäste auf höchstem Niveau zu verwöhnen. Für kulinarische Highlights hat Sternekoch Stefano Baiocco einen Garten mit über 150 Kräutern und essbaren Blütenpflanzen angelegt. Die Schönheit der aromatischen Pflanzen und essbaren Blüten lassen meine kulinarischen Kreationen nicht nur ästhetisch wirken. Sie ermöglichen mir auch eine Küche mit großer geschmacklicher Vielfalt. Fette Zutaten versuche ich so weit als möglich zu vermeiden. Eigentlich ist es wie im Theater. Der Vorhang geht auf und ich zeige meinen Gästen, was wir hier in der Villa unter gutem Essen verstehen. Das ist meine tägliche Herausforderung. Ursprünglich war die Villa Feltrinelli eines der Domizile der gleichnamigen Industriellen- und Bankiersfamilie. Dann verbrachte der entmachtete Diktator Benito Mussolini seine Schutzhaft hier. Und, als könne die Geschichte nicht verrückter spielen, der linke Verleger Gian Giacomo Feltrinelli machte das mondäne Anwesen zum Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Politikern. Das war in den politisierten 60er Jahren. Heute ist die Villa Feltrinelli ein Ort, der aus der Zeit gefallen scheint. Alles, von der Poolkachel bis zum Lichtschalter, wurde in den Originalzustand von vor 100 Jahren zurückversetzt. Selbst was in der Küche von Meisterkoch Baiocco passiert, hat auf seine Weise mit Weltanschauung zu tun. Demokratie meint, ich verwende alle Kräuter, Salatknospen, Blütenblätter, die wir in der Villa haben. In diesem Sinne ist es ein demokratischer Salat. Aber auf der Zunge gerät alles außer Kontrolle. Kommt es zur Anarchie? Unkontrollierbar. Entscheidend ist, in welcher Reihenfolge die Zutaten in den Mund gelangen. Jeder Gast wird ein anderes Geschmackserlebnis haben. Anarchie aus dem Gemüsebeet heißt es auf der Speisekarte. Vor seinem Amt als Chefkoch der Villa Feltrinelli sammelte Stefano Baiocco Erfahrungen bei Sterneköchen wie Alain Ducasse oder dem spanischen Avantgardisten Ferrand Adrià. Er habe die große Gabe, so loben die Gastrokritiker, aus einfachen Gerichten auf der Basis von Kräutern und Aromen Haute Cuisine zu zaubern. Als einfache Naturküche beschreibt er selbst seine Philosophie. Ganz in deren Sinne bereitet der Küchenchef Corrigone zu. Blaufältchen aus dem See. Die Filets lediglich mariniert in Olivenöl und kurz vor dem Servieren noch geräuchert. Alles ist vom Feinsten. Das großbourgeoise Ambiente des Grand Hotel à Villa Feltrinelli wird zur Bühne für Stefano Baioccos meisterhaft kulinarischen Minimalismus. Gute 20 Kilometer ins Hinterland des Gardasees, meist steil die Berge hinauf. Monika und Alice haben eine anstrengende Radtour hinter sich. Die Rudersaison läuft und es stehen noch wichtige Rennen bevor. Monika möchte auch deshalb die Madonna della Corona besuchen. Dieses Heiligtum ist mir sehr nahe. Hierher komme ich immer, um die Madonna um Gnade zu bitten und um Hilfe, wenn ich ein Problem habe. Der Frieden und die Ruhe hier tun meiner Seele gut. Ich bin ja nicht so fromm wie du, aber das ist ein besonderer Ort.
Früher sollen christliche Eremiten in den Felsen gelebt haben, 800 Meter über dem Etschtal. Als man per Zufall eine Statue der heiligen Jungfrau Maria fand, wurden ihr alsbald auch Wundertaten zugesprochen. Zum Dank begann man mit dem Bau einer Wallfahrtskirche. Im Besucherbuch habe ich der Madonna heute erstmal für alles gedankt, was sie mir jeden Tag im Leben schenkt. Dann habe ich sie darum gebeten, mir bei den Wettkämpfen zu helfen und dass ich immer Kraft habe, positive Energie und Respekt vor allen, die mit der Ruderregatta zu tun haben, insbesondere den Mannschaften, gegen die ich kämpfe. Bei einem Erdbeben vor mehr als 2000 Jahren löste sich ein Teil der Landzunge San Fermo. Die Isola del Garda war entstanden. Heute ist sie im Besitz der Adelsfamilie Borghese Cavazza. Für Gräfin Alberta Cavazza ist die Überfahrt mit dem Boot Alltag. Wer wie ich auf der Insel geboren ist, verliert vielleicht allzu rasch das Gespür für das Glück, dort zu leben. Das bemerkst du erst, wenn du fern bist vom See. Wenn dir der gute Geruch des Wassers fehlt, die Weite, die Berge, die ganze Kultur, die Fischer etwa, die morgens vorbeifahren. All die kleinen Dinge, die den Alltag zu etwas Besonderem machen. Alberta Cavazza wohnt ganzjährig auf der größten Insel am Gardasee. Der Erhalt der prächtigen Palastvilla mit über 80 Zimmern sowie der weitläufigen Garten- und Parkanlagen stellt sie und ihre 6 Geschwister vor eine Mammutaufgabe. Da hilft es auch nichts, dass ihre Vorfahren Borghese und De Ferrari hießen und zu den mächtigsten italienischen Adelsfamilien gehörten. Das Anwesen drohte zu verfallen. Um Einnahmen zu erlösen, beschloss der Familienrat, Insel und Villa für Besucher zu öffnen. Hier im großen Salon wurden früher Familienfeste gefeiert. Nun ist er Teil des Palastmuseums. Dank der Öffnung von manchen Teilen der Villa konnten wir mit den nötigsten Renovierungen des Anwesens beginnen. Und mit den Führungen, den kleinen Konzerten, bekommt die Insel wieder Leben. Mit jedem Jahr bekommt sie ein Stück ihrer Seele zurück. Der Turm ist inzwischen renoviert. Hier lebt Gräfin Alberta mit ihrem Mann und den Kindern Patrick und Georgia. Die anderen Privatbereiche des Palastes wurden unter den 6 Geschwistern der Gräfin sowie ihrer Mutter aufgeteilt. Bis nachmittags die Besucher kommen, haben Gräfin Alberta und ihre Kinder die Gärten und den englischen Park ganz für sich. Die Isola del Garda. Die Römer waren hier. Und Piraten nutzten sie als Versteck. Franz von Assisi kam als Eremit, suchte Gott in der Natur. Auch ihren jetzigen Bewohnern hat die Insel viel zu geben. So haben wir früher auch gespielt. Mit dem, was uns der Himmel, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist mir auch für meine Kinder wichtig. Sie sollen lernen, dass die Natur uns viel geben kann, auch in den schwierigen Momenten des Lebens. Unweit der Garda-Insel in der Bucht von Salò liegt ein Ort, der die Herzen von Liebhabern klassischer Motorjachten höher schlagen lässt. Hier werden Riva-Boote originalgetreu restauriert. Für die edlen Oldtimer mit fugenloser Mahagonibeplankung, viel Chrom und feinstem Leder werden bisweilen über 500.000 Euro bezahlt. Man schätzt, dass insgesamt etwa 4.000 Riva-Boote gebaut wurden, von denen die Hälfte heute noch existiert.
Die Liebhaberstücke sind eine gesuchte Geldanlage. Deshalb ist Alberto Arcangeli, der Besitzer des Centro Nautico Salò, weltweit unterwegs, um ausgediente Riva-Yachten aufzukaufen. Ich bin in einem Holzboot geboren. Schon mein Vater hat Boote gebaut. Doch die Riva-Boote, die wir restaurieren, sind weltweit das Beste, das Größte, was je gebaut wurde. Riva, das ist die Suche nach Perfektion und Qualität, die Schönheit der Linien. Selbstverständlich, dieses Boot gehört einfach zum Gardasee. Dabei wurden die Riva-Boote an einem benachbarten kleinen See gebaut, dem Iseo-See. Dort kam ihr Erfinder Carlo Riva zur Welt. Von klein auf drehte sich für ihn alles um Boote. Denn schon sein Vater hatte Rennboote auf Bestellung gebaut und selbst an Bootsrennen teilgenommen. Doch die Produktion blieb auf die lokale Nachfrage begrenzt. Der Durchbruch kam, als Carlo Riva nach seinem Ingenieursstudium den väterlichen Betrieb übernahm und zu einer hochmodernen Werft umbaute. Er begann nach amerikanischem Vorbild Runabouts, Flitzer auf dem Wasser, in Serie zu bauen. In den 60er Jahren wurden die Rolls-Royce der Meere zum Jet-Set-Symbol für Luxus und Lebensfreude. In ihren Rivas präsentierten sich die Superreichen und Filmstars wie Anita Ekberg oder Brigitte Bardot. Jede freie Minute ist Alberto Arcangeli mit seiner Riva Aquarama auf dem Wasser. Eleganz, die gekonnte Symbiose von Ästhetik und Funktion, das sind Prädikate italienischen Designs. Zu dessen Renommee haben sicherlich auch die Yachtkreationen von Carlo Riva beigetragen. Von jedem Holzboot geht eine Faszination aus, aber von keinem die einer Riva-Yacht. Das kann man nicht kopieren. Es wäre ja auch keine neue Idee, schon gar keine Erfindung. Weil ihn die Windschutzscheibe dieses Modells an die breite Leinwand der Cinerama Filmtheater erinnerte, ersann Konstrukteur Riva dafür die Bezeichnung Aquarama. Und es ist wirklich großes Kino, wenn zwei Achtzylindermotoren eine Aquarama über die Wellen tanzen lassen. Sirmione. Seit 800 Jahren wacht das markante Scaliger-Kastell über den am meistbesuchten Ort am Gardasee. In diesem Jahr findet in dem kleinen Städtchen die vorletzte Regatta des Palio delle Bisse statt. Wenn das Zusammenspiel von Monica und Alice mit ihren beiden anderen Mannschaftskameradinnen klappt, können sie sich bereits an diesem Abend Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Mit ihrem Boot Birba gelten sie als Favoritinnen der Saison. Vier Runden müssen die Mannschaften zurücklegen. Die ersten drei Runden liegt das Team von Monica und Alice vor den anderen Mannschaften. Doch das Rennen wird eng. Da kann entscheidend sein, wie die Mannschaften das Umfahren der Bojen meistern. Die Birba liegt immer noch knapp vorn. Doch auf den letzten Metern geht das Rennen verloren. Ja,
Wir waren lange gut im Rennen, aber nach der letzten Wende sind wir aus dem Rhythmus gekommen. Warum auch immer. Wir haben den Sieg verspielt, obwohl wir vorne waren. So ist's nun mal. Mal spielt das Glück mit, mal nicht. Aber mir gefällt das Rudern. Ich werde nie damit aufhören, selbst wenn ich als Letzte ankomme. Über 70 Tunnel mussten in die Felsen geschlagen werden, bis 1931 die Gardesana Occidentale, die westliche Uferstraße, fertiggestellt war. Bis dahin gab es für die Bewohner von Pieve und der Hochebene von Tremosine nur einen halsbrecherischen Pfad zum See als Verbindung zur Außenwelt. In Pieve ist Vanessa Tirlone aufgewachsen. Nach dem Studium machte sie in Rom und den USA eine Bilderbuchkarriere als IT-Managerin. All das hat sie aufgegeben und den Entschluss, in ihr Bergdorf zurückzukehren, nie bereut. Bis vor kurzem mischte Vanessa noch als Profi in der Mountainbike-Szene mit. Mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs zu sein, auch die körperlichen Anstrengungen dabei, bedeutet für mich die Rückkehr zu einem einfachen Leben. Dazu gehört auch der Kontakt zur Natur. Die Lunge füllt sich mit neuer Lebenskraft, um die Probleme des Alltags besser zu bewältigen. Vanessa ist mit großer Umsicht unterwegs, freut sie sich doch schon auf ein Baby. Beim Biken kombiniert sie Sport und Einkaufstour für das Restaurant, das sie mit ihrem Lebenspartner betreibt. Bei der Bauernfamilie Guidotti gibt's den besten Ziegenkäse. Seit in den Bergen Braunbären gesichtet wurden, ziehen die Guidottis mit ihren Tieren nicht mehr auf die abgelegene Hochalm. Vanessa hatte sie dort auf ihren Trainingsfahrten immer gerne besucht. Nun wird der Käse im Tal produziert. Weideland konnte Großmutter Natalina zum Glück rund um den Hof kaufen. Mein Leben lang habe ich Ziegen gemolken. Unzählige. Das würde einen Stausee füllen. Nur mit Ziegenmilch. Zur Freude von Natalina hat sich ihr Enkel Danny für ein Leben als Ziegenzüchter entschieden. Ich mag den Umgang mit Tieren und der Natur. Und ich möchte die Familientradition weiterführen. Es waren so viele Opfer nötig, all das aufzubauen, die eigenen Produkte zu verarbeiten und zu erleben, dass sie den Leuten schmecken. Das ist doch schön. Noch ist Natalina die Chefin auf dem Hof. Kein Käse geht raus, ohne dass sie ihn sorgfältig geprüft hat. Alles hat hier seine Ordnung. Erst wenn die Mittagshitze vorbei ist und alle Tiere gemolken sind, darf die Herde wieder auf die Weide. Sieh dir das an. Ein Paradies. Ein botanisches Paradies. Pflanzenliebhaber aus aller Welt zieht es an den Monte Baldo, das mächtigste Bergmassiv am Gardasee. Ein sogenannter Nunatak. In der Eiszeit ragten seine Höhen aus dem Gletschermeer heraus. Daher konnten Pflanzen überleben, deren Ursprünge Jahrmillionen zurückliegen. Daniele Zanini und seine Frau Ornella sind Biologen. Der Professor hat in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet und dann das Labor mit dem Lehrsaal getauscht. Ein wunderschönes Exemplar einer Päonie, Pfingstrose, gerade aufgeblüht. Daniele Zanini ist der beste Kenner des Monte Baldo. Besonders hat er sich mit der Erforschung von Heilpflanzen beschäftigt. Diese Pflanze wurde im 16. Jahrhundert nach der Zeichentheorie als Medizin gegen die Epilepsie verwendet. Die Farbe der Blüte und ihre Form erinnerte die Mediziner von damals an einen Blitz. Und weil die Epilepsie als eine Art Blitzschlag gedeutet wurde, verordneten die Ärzte diese Pflanze gegen Spasmen.
Von Molekülen der Pfingstrose erhoffen sich heute Pharmaforscher Medikamente gegen Krebs und zur Linderung von Krämpfen. Viele heilende Pflanzen gibt es auf dem Monte Baldo. Andere sind äußerst giftig, wie Veratrum album. In der Antike wurde der harmlos aussehende weiße Germer als Mord- sowie Pfeilgift benutzt. Schon im 16. Jahrhundert forschte der Apotheker Francesco Calzolari aus Verona auf dem Monte Baldo. Er entdeckte als erster Raritäten wie die gelbblühende Primula auricula, die in all ihren Teilen giftig ist. Vor 60 Millionen Jahren, als die Alpen entstanden, siedelte sich diese Pflanze hier an. Die Forschungen Calzolaris verbreiteten sich rasch über die gelehrten Bibliotheken und begründeten schon früh den Ruf des Monte Baldo als botanischer Garten Europas. Um diesen natürlichen Reichtum zu nutzen, hat sich jüngst eine Kooperative gebildet. Die Zaninis sind begeistert von dem Projekt und helfen mit Rat und Tat. Wieder zurück vergleicht Daniele Zanini seine Beobachtungen mit den Aufzeichnungen des Apothekers Francesco Calzolari. Wie aber kamen die Naturforscher der Renaissance zu ihren Erkenntnissen? Die Erforschung von Giftpflanzen erfolgte auf eine nicht unbedingt ethische Weise. Die Ärzte suchten nach Gegengiften zu den bekannten Giftstoffen. Als Probanden bekamen sie Gefangene zugewiesen, die zum Tode verurteilt waren. Es war eine Lotterie. Funktionierte das Gegengift, gewann der Verurteilte seine Freiheit. Es ist Ende Oktober. Noch wärmt die Herbstsonne die Landschaft. Winde, nach denen man fast die Uhr stellen kann, machen den Gardasee zu einem der lohnendsten Surfreviere der Welt. Der eher gemächliche Vento aus dem Norden interessiert Alessandra und Mirko nicht. Sie freuen sich auf die Ora. Ein starker Wind, der ab Mittag von Süden mit bis zu 6 Windstärken die Drachen vor sich hertreibt. Mirko Marchetti ist Surflehrer und hat endlich mal richtig Zeit. Während der Saison tummeln sich hier am nördlichen Gardasee Hunderte, Tausende Surfsportbegeisterte. Nun, im Herbst gibt es weniger Tourismus am See. Davon profitieren alle, die hier leben. Sie haben den See für sich. Dieses Paradies zwischen Bergen und Wasser, alles ist nur für dich da. Du kannst es zu 100% genießen. So wildromantisch sich der Gardasee im Norden gibt, so mediterran lieblich ist die Landschaft im Süden. Während der Belle Époque empfahlen deutsche Ärzte ihrer Klientel die Gegend um Salò als Sommerfrische. Bald wandelte ein illustres Publikum auf der großen Seepromenade. Nahe Salò, ein Ort von pompöser Exzentrizität. Zwanzig Eisenbahnwaggons waren nötig, um den Bug des Kriegsschiffes Puglia an den Gardasee zu transportieren. Das Geschenk der italienischen Marine ist Teil der Selbstinszenierung eines Mannes, der sich mit Il Vittoriale degli Italiani, dem Siegesdenkmal der Italiener, selbst verewigen wollte.
Gabriele D'Annunzio, Schriftsteller, glühender Patriot, Kriegs- und Frauenheld. 1923 schenkte er das Anwesen dem italienischen Staat. Nicht ohne sich das Wohnrecht auf Lebenszeit auszubedingen. Ein geschickter Schachzug. D'Annunzio wurde mit Zuwendungen überhäuft und konnte den Vittoriale ganz nach seinen Vorstellungen ausgestalten. D'Annunzio gefiel sich in der Rolle des Helden. Ende des Ersten Weltkriegs warf er über Wien selbst verfasste Flugblätter ab. Unter Mussolini war der nationalgesinnte Dichter literarisches Sprachrohr der faschistischen Bewegung. Die Villa Cagnacco. Ein Labyrinth aus Büchern, Kunstwerken und kostbaren Antiquitäten. Legendär sind D'Annunzios unzählige Liebschaften. Dazu zählten der Filmstar Elena Sangro, die Hausdame Aelis Masoyer, die Konzertpianistin Luisa Baccara. Eleonora Duse, damals größte Schauspielerin Italiens, zerbrach fast an ihrer Liebe zu dem vergötterten Poeten. Dieser machte aus dem Vittoriale ein narzisstisches Spiegelkabinett, einen Genius Loci. Fast ein halbes hundert Bände fassen das Werk von Gabriele D'Annunzio. Es hat eine gewisse Tragik, dass hinter der Dekadenz und Egomanie des Autors sein literarisches Schaffen zu verblassen droht. Wie für die Ewigkeit gebaut, ist das Mausoleum aus weißem Marmor. Hier wollte der Dichterfürst im Kreise seiner engsten Kameraden bestattet werden. Eine verlassene Gegend irgendwo am Ostufer des Gardasees. Dieser Mann möchte ungern gesehen werden, denn das könnte seine Reviere verraten. Und die sind sein wertvolles Geheimnis. Die wichtigste Regel für einen Trüffelsucher lautet, du darfst nicht als solcher erkannt werden, wenn du im Wald auf der Suche bist. Keiner darf es wissen. Spürhund Ettore ist fündig geworden. Zur Überraschung von Eugenio Mandelli. Er hat keine der sogenannten Symbiosepflanzen entdeckt, in deren Nähe man Trüffel findet. Tatsächlich, seltsam. Ja, manchmal findet man doch Trüffel an solchen Orten. Vom Duft her scheint es ein Bitumentrüffel, ein Tartufo mesenterico zu sein. Bitumentrüffel haben einen unangenehmen Phenolduft. Im Aussehen ähneln sie den begehrten Sommertrüffeln. Und die hofft Eugenio zu finden. Im Herbst haben die Tartufo Estivo den richtigen Reifegrad. Bravo, lascia, lascia, bravo, Ettore. Ettore ist kein typischer Trüffelhund. Aber schon als Welpe hat Eugenio sein Talent bemerkt und geschult. Ganz wichtig ist, dass die Trüffelsuche für den Hund ein Spiel bleibt und die Belohnung stimmt. Das hier ist der typische Sommertrüffel. Den findest du in Gegenden, wo Buchen und Roteichen wachsen, seine Symbiosepflanzen. Er duftet nach Pilzen und reifem Hartkäse. Herrlich. Ettore und Eugenio sind ein erfolgreiches Team. Im letzten Jahr haben sie gut 60 Kilo Trüffel gefunden. Und auch heute bringen sie wieder ein Dutzend der Delikatessen nach Hause. Ende Oktober ist immer noch Erntezeit.
Die Olivenhaine sollen Seeblick haben, sagt man hier. Und meint damit, dass die Olivenbäume von dem gemäßigten Mikroklima am Wasser profitieren. Der Gardasee ist die nördlichste Region Italiens, in der Oliven kultiviert werden können. Die Öle, die hier produziert werden, genießen international hohes Renommee. Modernste Technik wird angewandt, um die Oliven möglichst schonend zu ernten. Früher wurden sie mit Stangen von den Ästen geschlagen und dadurch oft beschädigt, was Einbußen an Geschmack und Frische des Öls mit sich brachte. Das Erntegut ist kostbar. Ein Baum bringt Oliven für gerade mal 1 Liter Öl. Um Geschmacksverluste durch Oxidation zu vermeiden, muss das Erntegut sofort verarbeitet werden. Für Gianfranco Comincioli bedeutet das Arbeit rund um die Uhr. Er ist der Herr über rund 7000 Olivenbäume. Der Reifegrad der Oliven ist von großer Bedeutung für die Qualität unseres Öls. Ideal ist eine ausgeglichene Mischung wie diese hier. Es gibt reife Oliven, weniger reife und noch grüne Oliven. Die Oliven werden von Hand verlesen. Nur das garantiert höchste Qualität, sowie dass bei der weiteren Produktion jeglicher Kontakt mit Sauerstoff vermieden wird. Im Gegensatz zu früheren Verfahren werden die Oliven entsteint. Im Dekanter wird dann das Olivenöl von Fruchtfleisch und Fruchtwasser getrennt, bei einer maximalen Temperatur von 22 Grad. Gianfranco Comincioli hat viel Zeit, Wissen und Geld in sein neues Herstellungsverfahren investiert. Der Lohn sind Öle von bislang nicht gekannter Frische und Vielfalt an Aromen, ausgezeichnet mit allerhöchsten Preisen. Es ist ein Öl von fast smaragdener Farbe, eine besondere Färbung, die den hohen Wert des neuen Jahrgangs widerspiegelt. Eines der besten Öle, das ich je gekostet habe. Und das ist nicht nur unser Verdienst, sondern der Natur, des guten Wetters und der Sonne am Gardasee.